Hi, ihr seht Rockhaus Channel im Café Zentral in Weinheim, das nächstes Jahr sein 15-jähriges Jubiläum feiert. Und zwar sind wir heute auch aus einem besonderen Anlass hier, denn WP One feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit dem Birthday Bash. Bei mir sind jetzt Special Guests von heute Abend, nämlich Bionic Girls. Die ist extra angereist aus Berlin für uns heute Abend. Wie war denn jetzt das Jahr so rundblickend gesehen, da wir jetzt Zimmer haben? Wo seid ihr so überall aufgetreten? Okay, also dieses Jahr haben wir gar nicht mal so viel gespielt. Getourt sind wir ja letztes Jahr. Ein paar Konzerte gab es in Berlin, in Mannheim. Hier lecken noch ein Samstag-Festival. Ist ja auch nicht so weit weg. Mannheim, Berlin viel, in Solingen. Keine Ahnung, in ganz Deutschland irgendwo unterwegs gewesen. Habt ihr jetzt eigentlich ein bestimmtes Ritual vor euren Auftritten, dass ihr jedes Mal irgendwie die gleiche Unterwäsche anzieht? Naja. Es gibt zwei verschiedene Unterwäsche. Ja, die Maske auf jeden Fall. Er setzt sich zum Beispiel gar nicht ab. Das ist okay. Was gibt es sonst? Vor allem. No Explode, so ein Vitamingetränk, genügend Power haben, auch genügend. Irgendwo müssen die Superkräfte der Kunst gezählt werden. Anständig, wenn es neben Drogen geht. Vitamine. Ja, das kommt mit Fußball. Habt ihr einen bestimmten Künstler oder sowas, an dem ihr euch orientiert? Weil euer Stil ist ja eigentlich schon relativ ausgefallen und einzigartig. Gibt es da überhaupt noch bestimmte Vorbilder, die man nennen kann? Oder nehmt ihr euch das eigentlich? Naja, also es gibt viele Vorbilder, deswegen klingt halt auch irgendwie so eine bekloppte Mischung aus allem Möglichen. Also wenn man halt zum Vorbild Scooter hat und Cigarette Out und das dann in einem Song verwurzelt oder so, kommt ein bisschen. Der Kai hat das gesungen. Kai, wie hast du das gesungen? Am 20. November ist ja jetzt euer neues Album Horrorshow rausgekommen, wenn ich es gerade mal zeigen muss. Genau, das ist euer zweites Album nach Bionic Ghost Kid, im Übrigen ausverkauft. Das erste Album hatte ja jetzt eine Story. Ist es beim zweiten Album auch auf der Fall oder habt ihr jetzt einfach mal auf Ghost geschrieben? Nee, das zweite Album ist auch eine komplette Story, nur dass wir jetzt die Helden in der Geschichte sind. Natürlich. Und auf der Suche nach der entführten Heidi sind, die vom bösen Professor entführt worden ist. Und diese Geschichte, diese Abenteuer erzählt uns in CD. Und wir haben die ganze Geschichte, damit man es noch besser versteht, auch als Hörspiel gemacht. Und auf unserer MySpace-Seite kann man sich das ganze Hörspiel anhören. Genau, also bei Bionic Ghost Kid auch bei MySpace. Habt ihr jetzt schon Ideen fürs nächste Album oder genießt ihr jetzt erstmal den Auftritt mit eurem jetzigen? Ja, ausruhen werden wir uns auf jeden Fall nicht. Also es gibt genügend oder zumindest einige Ideen schon an neuen Songs. Im Live-Set gibt es ja auch noch ein paar ältere. Aber in Zukunft werden wir auch sicherlich mal den Abruf zu so den einen oder anderen neuen einspielen. Also Ideen gibt es ja immer genug. Das ist ja auch, wie gesagt, wir setzen uns ja auch keine Grenzen irgendwie musikal oder sowas. Wir sind ja über alle Genres erhaben und von daher gibt es bestimmt noch einiges, was man so machen kann, ja. Okay, cool. Könnt ihr noch irgendwas zu euren Masken erzählen? Wollt ihr eine bestimmte Figur verkörpern oder wie seht ihr das für euch persönlich? Also ich möchte eigentlich nur mein Gesicht verstecken, weil das möchte ich eigentlich nicht den Leuten zumuten. Außerdem passt das ja ganz gut ins Konzept. Und an sich haben die Masken eigentlich keine größere Bedeutung, so. Also zumindest bei mir nicht. Ist das bei irgendeinem anderen? Nee, nicht wirklich. Naja, jedenfalls erkennt man euch so wieder wenigstens. Okay, dann hoffe ich, dass wir heute Abend neue Titel aus dem Album Horror Show hören werden, weil es ja auch euer neues Album ist. Dann viel Spaß heute Abend und Dankeschön fürs Interview. Danke. Rockers Channel. Watch it! Bei mir sind jetzt Cypcore aus der Nähe von Heidelberg, die anderen Special Guests von heute Abend.
Erste Frage an euch. Ihr seid ja jetzt erst kurzfristig hierher gekommen, aber ihr hattet einen Soundcheck. Wie war der? Ja, vielleicht kann ich. Der Soundcheck ist gut verlaufen. Es lief ziemlich flüssig. Am Anfang gab es ein paar kleine technische Schwierigkeiten bezüglich Kabeln und so, aber jetzt sind wir ziemlich zufrieden und wir freuen uns aufs Konzert. Ja, was erwartet ihr euch noch von heute Abend? Irgendwie besondere Stimmung, besondere Gäste? Ja, also wir freuen uns natürlich auf den Auftritt und wollen BP One zu ihrem 10-jährigen Jubiläum natürlich eine gute Show liefern, ja, den Leuten eine gute Show liefern und ja. Also quasi Unterstützung ins Haus geholt. Genau, dann ihr habt CDs draußen, wollt ihr zu denen mal was erzählen? Ja. Kannst vielleicht auch mal zeigen? Ja, also das ist unser erstes Debütalbum, heißt Innocent. Und ja, es sind 12 Tracks drauf, mit einschließlich Intro und Outro und kostet 12 Euro und ein bisschen. Und ja, also wir haben uns vor 2 Jahren zusammengetan, also so wie wir jetzt sitzen, außer er macht momentan Aushilfe, weil unser Drummer momentan verletzt ist und nicht spielen kann. Und haben ein Jahr gebraucht, diese CD rauszubringen und ja, das kann man noch so machen. Zweiten. Ja. Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Habt ihr schon Ideen fürs nächste Album? Ja, also wir sind gerade mitten in der Produktion und wir haben schon knapp die Hälfte hinter uns gebracht. Es ist gerade wichtig, dass wir auch die Lyrics zu dem Album schreiben, weil es gerade speziell Attilas Aufgabe ist. Und das spielen wir dann alles bei ihm zu Hause in seinem eigenen Studio ein, wo wir auch das erste Album aufgenommen haben. Das ist eine komplette Eigenproduktion, ohne irgendwie eine Hilfe von einer größeren Firma oder irgendwelchen professionellen Leuten. Und sowas würde ich sagen. Ja, das Gleiche machen wir jetzt auch im Prinzip mit unserem zweiten Album. Also wir sind gerade am Riff schreiben, Ideen sammeln und so weiter. Und wie ich dir schon gesagt habe, gerade mit einem Songwriting-Prozess, also Vorproduktion sozusagen. Okay, also eine echte Selfmade-Band. Wie würdet ihr denn so euren Musikstil beschreiben, damit man sich da, bevor wir es hören, schon mal was drunter vorstellen kann? Also wir gehen eigentlich in die Richtung Melodic Death Metal, also sprich die alte Schule wie In Flames und Dark Tranquility, die Göteborg-Schule. Aber wir mischen das Ganze noch mit einigen synthetischen Klängen, sprich so im Fear Factory-Style oder halt anderen Industrial-Elementen noch dabei. Ja, cool. Habt ihr da jetzt noch ein Festival zum Beispiel oder irgendwie, was euer großes Ziel ist, was ihr jetzt noch erreichen wollt, wenn ihr jetzt nach 2 Jahren schon zusammen seid? Also wir haben dieses Jahr auf dem Queens of Metals wie auf dem Summer Breeze gespielt und des Weiteren auch Kumpels von uns organisieren in Meckesheim in der Nähe von Heidelberg immer so ein Festival, das heißt Horns Up. Und da hatten wir auch das allererste Mal die Möglichkeit, uns auch vor einem größeren Publikum auf dem Open Air halt zu präsentieren. Da spielen wir auch als Support Act für Born from Pain, Disbelief etc. Und jetzt im Januar sind wir oben in Sylt mit End of Green, Disbelief, Hack Knight etc., Deadlock. Alles so. Ja, das ist so. Habt ihr jetzt noch Auftritte hier in der Nähe, was man sich schon mal vormerken könnte? Also der nächste Auftritt ist in einer Woche in Ludwigshafen, in das Haus, so heißt es glaube ich. Und mit Agoraphobia und Lamera, die heute abgesagt haben. Also für alle, die Lamera noch sehen wollen und heute leider enttäuscht worden sind, können nächste Woche vorbeischauen. Wir sind auch mit dabei. Und ja, darauf freuen wir uns schon ziemlich arg. Weil das so auch Leute sind, die wir ziemlich gut kennen und das ist dann so eine Gruppe von Leuten, die man eben kennt und so familiär auch. Dann freue ich mich jetzt, heute Abend wahrscheinlich Songs aus dem Album Innocent zu hören. Rockhouse Channel. Watch it!